Ahoi und hallo! Heute kommen wir zu einem Film, den ich selbst eher so... finde. Zunächst mal eine Kleinigkeit. Der Titel des Films trägt den Namen Super Saiyajin Son Goku. Wow! Was für ein herrlich unspezifischer Name, der absolut nichtssagend ist. Zumal dieser Titel unter dem Begriff arglistige Täuschung wiederzufinden ist. Weil Son Goku wird hier nicht zum Super Saiyajin, also... nicht so richtig. Also hier hätte man sich wirklich was Anständiges überlegen können. Naja, ignorieren wir mal den Namen, bevor ich zu viel von meinem Fazit vorne wegnehme. Meine Meinung wird während der Review denke ich, deutlich. Also, hier erst meine kurze Inhaltszusammenfassung. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar auf dem Video da und natürlich ein Abo auf dem Kanal. Und wir starten. Wir beginnen den Film nach alten Traditionen mit unserem guten alten Namekianer-Freund. Nur diesmal ist er nicht daran interessiert, irgendwas in die Luft zu sprengen, sondern meditiert lieber vor einem Wasserfall. Son Gohan und sein Drache stoßen zu ihm und möchten ihm ein paar Kunststücke zeigen, wo kurz darauf Son Gohan anfängt zu pfeifen. Und ja, wirklich eine ganz nette Szene. Jedoch ist das Gepfeife nichts für den alten Knaben und er unterbricht das Konzert. Als er doch plötzlich eine Energie aus dem Weltall spürt, was ganz Neues sei gesagt. Auch Bulmas Vater Mr. Brief erkennt, dass es sich dabei um einen Meteoren handelt, auf dem sich Leben befindet und dieser gegen Mittag auf der Erde einschlagen wird. Der Erde bricht zugleich Panik aus und alle versuchen sich zu retten. Auch unsere Helden bekommen davon Wind und Krillin und Son Goku stellen sich gegen den Asteroiden. Mit vereinten Kräften versuchen sie den Riesenbrocken aus einer Flugbahn zu schubsen. Dies misslingt jedoch und die beiden sterben. Der Asteroid schlägt auf der Erde ein und der Film ist zu Ende. Bis nächste Woche! Nein, natürlich nicht. Der Asteroid verfehlt sein Ziel und zerbarstet außerhalb der Erde. Doch dem Frieden sei nicht genug, so landet doch ein Raumschiff auf dem Planeten. Die Truppe begibt sich auf zum Schiff. Eine Truppe aus Halo möchte den Planeten erobern. Und ja, was machen wir Menschen? Wir lachen sie aus. Wir Homo sapiens, wir Krone der Schöpfung. Tja, mit Energiegeballer bekommen wir erstmal eingeheizt. Der Antagonist des Films ist der hier. Das ist Lord Slug mit seinen 4 Helferleins. Moment, gab es nicht mal diese Regel, dass ein Bösewicht nur 3 Helfer hat? Aber die Korrektur lässt nicht lange auf sich warten. Und tschüss, du Namenloser! Son Gohan nimmt den Kampf gegen die Einheiten auf und wird dabei von jenem Lord Slug beobachtet, der es offensichtlich auf die Dragon Balls abgesehen hat. Und holla, Chi-Chi nochmal in Action und sie darf sogar einen Handlanger ausschalten, unfassbar! Jedoch bekommt sie schnell einen drauf, Son Gohan rettet sie und verliert dabei seine Mütze, die Lord Slug aufnimmt. Der Plan der Bösewichte ist es, die Erde zu verdunkeln und darauf zu leben. Und sie zu einer intergalaktischen Raumbasis umzufunktionieren. Slug möchte mehr Informationen über die Kugeln haben und da Bulma nicht ihren Schnabel halten kann, werden ihre Gedanken angezapft. Son Gohan wird währenddessen ausgeschaltet. Er schickt seine Soldaten los, um die Dragon Balls zu finden. Und ja, wie in jedem Film dauert es hier nur eine kurze Zeit und schwupps, wird das Ritual durchgeführt und der heilige Drache beschworen. Doch was will sich ein alter Knacker nur von dem Drachen wünschen? Ja, die ewige Jugend. Ebenfalls ein ganz neuer Wunsch, den wir noch nie im Dragon Ball Universum bekommen haben. Und seine Haut ist grün. Kennen wir nicht eine Rasse, die ebenfalls grüne Haut hat? Sehr prominent in der Serie vertreten? Naja, wie dem auch sei. Sie senden eine Maschine in den Himmel, der einen sonderbaren Nebel über die Erde zieht und diese damit verdunkelt. Das sorgt dafür, dass die Schurken ihre Helme abnehmen dürfen, da sie im Sonnenlicht verglühen. Son Goku hat den Aufschlag letztendlich überlebt und wird von Yajirobe gefunden. Die Erde ist mittlerweile zu einem Eisplaneten geworden und ja, auch Krillin hat überlebt. In der Nacht entdeckt Chi-Chi, dass Oolong und Son Gohan sich aufgemacht haben zum Raumschiff. Natürlich werden diese entdeckt und angegriffen. Oolong stellt sich tot, das ist witzig, und Son Gohan öffnet erneut den Kampf gegen die Fußsoldaten. Jedoch sind es einfach zu viele und egal wie viel er vernichtet, umso mehr kommen nach. Natürlich wird ihm die Übermacht zum Verhängnis, jedoch dient dies nur als Vorlage für die erneute Rettung durch Piccolo. Sehr effektvoll in Szene gesetzt. Ui, Kampf von Gohan und Piccolo gegen die 2 Handlanger, das kann lustig werden. Währenddessen sind Goku und Krillin auch auf dem Weg zum Raumschiff. Ich muss sagen, in den letzten Filmen habe ich die Kämpfe immer sehr gelobt. In diesem jedoch, naja, ich würde sagen, sie sind vorhanden. Also naja, der Gegner hat keinerlei Chance gegen Piccolo. Der Kampf der Winzlinge hingegen ist ein reines Ich-werfe-Energie-Bälle und wenn ich treffe, habe ich auch schon gewonnen. Es kommt zur nächsten Technik. Er erzeugt kleinere Ichs von sich, die sich an Son Gohan klammern und ihm die gesamte Energie aussaugen. Piccolo macht daraufhin kurzen Prozess gegen seinen Widersacher und der Kampf dauert meiner Meinung nach länger als er müsste. Ein chancenloser Gegner, dem sein Leben letztendlich beendet wird. So muss sich Handlanger Nummer 3 ins Geschehen einmischen. Piccolo wird davon abgehalten, Son Gohan zu retten. Dieser kann sich jedoch befreien und wieder mal vor Son Gohan werfen. Nach weiteren Energiegeballer ist auch Piccolo am Ende. Und da kommt die nächste Rettung, Auftritt von Son Goku und Krillin.
Goku bietet ihnen zwar noch an, abzuhauen, jedoch müssen sie schnell merken, dass sie auf Son Gokus Warnung hätten hören sollen. Slug bemerkt Goku ebenfalls. Dieser macht jedoch schnell noch die Handlanger fertig, eine ganz coole Szene, die am Ende doch ziemlich brutal endet. Das Fußvolk möchte sich verziehen, doch dann kommt er, der Endboss. Krillin, der seinen Gegner wie so oft unterschätzt, wird ausgeschaltet. Oh jo, das war's für Krillin. Der Kampf gegen Slug läuft dann natürlich wie immer ab. Slug ist deutlich stärker als Son Goku und wischt mit ihm den Boden. Um zu zeigen, wie stark Slug ist, darf Son Goku ihm auch mal ganz dolle eine reinhauen. Dies endet jedoch eher mit einer Tracht Prügel für ihn und Goku wird quer durch die Stadt geprügelt. Voller Verzweiflung sammelt Son Goku schließlich seine letzten Kräfte und bekommt ein extremes Power-Up. Er kann den Angriff von Slug stoppen und wird... naja, zum Super Saiyajin? Nee, irgendwie nicht. Also im Film wird es so erklärt, dass er die Kraft eines Super Saiyajin verwendet, wobei er diese Kraft eigentlich schon besitzt. Also erklärt wird uns das Ganze dann doch nicht so richtig. Natürlich ist Slug ab jetzt chancenlos und enthüllt dann seine Herkunft. Oh mein Gott, ein Namekianer! Wer hätte damit denn rechnen sollen? Son Goku beruhigt sich daher wieder und Slug wird zu einem Riesen. Eine Fähigkeit, die wir leider nicht sehr oft sehen werden im Dragon Ball-Universum. Der Kampf gegen den Riesenslug ist wie so oft einseitig. Und hoppala, wurde da nicht gerade Freezer erwähnt? Vielfaches stärker ist als der fiese Freezer. Naja, Kontinuität ist da so eine Sache in diesem Film. Slug erwischt Goku letzten Endes, doch dieser verliert auch sein letztes Kleidungsstück da, des Oberkörpers, und bekommt noch einmal Senkai Boost. Viel Nutzen tut es ihm jedoch nicht und er wird gefangen. Slug möchte ihm das Licht ausknipsen und es kommt zur Piccolo-Rettung, der sich danach die Ohren abreißt und möchte, dass Son Gohan anfängt zu pfeifen. Son Gohan, ich will Schlager hören! Dadurch gibt die Kraft von Slug nach. Das sorgt dafür, dass Piccolo Goku erreicht und er seine letzte Energie an ihn überträgt. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas passiert. Slug beendet das Gepfeife und zerstört sogar sein eigenes Raumschiff dabei. Mit neuer Kraft setzt Goku die Kaioken frei und fliegt durch Slug hindurch. Eine weitere Szene als Anlehnung an den Kampf gegen Oberteufel Piccolo. Slug lebt jedoch immer noch und es kommt dazu, dass sie über die Wolken hinausgehen und natürlich muss es wieder die Genki-Dama richten. Diese wird aufgeladen und mit dem finalen Schlag in Slug hineingepfeffert, der anschließend in die Nebelmaschine kracht und vernichtet wird. Der Nebel löst sich, Postwänden auf und die Erde erholt sich von den Strapazen. Alle Helden bekamen eine magische Bohne von Yajirobe und der Vorhang fällt. Tja, und da hatten wir ihn, einen von den Dragon Ball Z-Filmen ohne große Substanz oder Spannung. Eine recycelte Idee aus dem Original Dragon Ball, nur in deutlich kürzer und alles ohne den großen Aufbau und der Dramatik. Also ich gehe von aus, dass viele diesen Film ansehen und sagen, jo, der war okay. Und ja, das war er auch. Jedoch empfand ich die ersten Dragon Ball Filme als gute Ideen, ganz passable Bösewichte und richtig gute Kämpfe. Slug ist stinklangweilig, ohne große Substanz und die Geschichte ist jetzt auch nichts Neues. Daher werte ich diesen als einen der schlechteren Dragon Ball Filme ein und hoffe, dass die nächsten Titel wieder deutlich besser werden. Bis dahin, ich bin Bombard, seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ein weiterer Außerirdischer auf die Erde kommt und Rache für seinen Bruder nehmen will. Bis dahin, tüdelü!